Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufnehmen können, bin immer noch hier an gleicher Stelle, würde ich jetzt behaupten. Ich hoffe, das ist auch so. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass wir wirklich einen Assassinen am Schluss ausgewählt hatten. Hatten wir nicht einen Ritter oder so ausgewählt? Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir irgendwie neue Runen, ja, mit der Super-Crit-Chance und so weiter. Also ist jetzt ein bisschen her. Oh, was ist das? Achso, Mana-Tränke stellen da ein bisschen Leben her und so. Ist jetzt ein bisschen her, wo ich das letzte Mal aufgezockt... Moment. Oh Gott, Moment. Erhalte mehr roten Äther. 10% könnte ich auch noch bauen. Wäre natürlich irgendwie nicht ganz so schlecht. Nur leider fehlt jetzt ein bisschen Gold und so. Das sollten wir vielleicht auch mal machen und generell wieder mehr hier in die Runen investieren, um das freizuschalten. Das zum einen. Dann weiß ich nicht, ob ich mit diesem Held hier, also mit dieser Klasse hier schon mal hier den Event da gespielt habe. Keine Ahnung, müsste ja angezeigt werden. Ja, habe ich nicht. So, Punktzahl für Gold. Brauchen wir noch ein bisschen was, ist nicht mehr viel. Und Punktzahl mit den Assassinen haben wir 0 Punkte. Okay, ist jetzt wirklich ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. So ungefähr, jetzt für mich hier so, sag ich mal, 2 Wochen oder sowas, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deswegen muss ich jetzt mal wieder reinkommen. Ich wusste, dass wir mit den verschiedensten Klassen noch da ein bisschen was machen müssen, sag ich mal. So, noch ein bisschen was freizocken müssen. Oh, das sieht doch im Moment ganz gut aus. Hier mit 1,8er Veränderung, sag ich mal. Oder wie hieß es wieder? Affinität oder sowas nennen sie das doch, oder? So irgendwie nennen sie es. Okay, hier Ball können wir noch ein bisschen werfen. Wunderschön. Das sollten wir schaffen. Sollten die letzten Punkte da freischalten. Und dann gibt es ja auch wieder, wie soll ich sagen, komm, ich hoffe, ich es doch wirklich. Könnte noch eng werden. Dann gibt es ja noch diese Gold-Seelenpunkte da, oder wie sie heißen. Keine Ahnung. Aus dem Seelenladen die Punkte halt eben. Alter. So, hier. Wow, das war ja fast Skill. Und hier nochmal. Oh, schade. Kein Mana. Sehr geil. Jo, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Haben bestimmt 10.000, 20.000 Punkte gemacht. Was ist jetzt los? Hallo? Ein leichter Anfang mit dem Assassine abgeschlossen. Und das sollte jetzt Gold gewesen sein. Wunderschön. So, Goldtrophäe gewonnen und damit alle Empathien freigeschaltet. Echt? Damit hat man alle Empathien freigeschaltet und automatisch, oder was? Ja, genau, hier die Seelenpunkte, wunderschön, der pennt eine Runde. Ah, und jetzt habe ich automatisch einen neuen auch freigeschaltet. Also, ja, spielt dann halt keine Rolle mehr, logischerweise. Okay, macht Sinn, dass das dann so ist. So, und jetzt können wir vielleicht oben in dem Laden uns vielleicht was Neues kaufen. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Jetzt haben wir im Besitz 150 und könnten hier auch gewisse Sachen verbessern oder generell kaufen und so. Meisterschmied. Ausrüstungsgewicht. Ja, keine Ahnung. Was? Zeige in der Charakterauswahl auf Waldläufer und drücke aufwärts. Aha. Aufwärts oder abwärts, um sie zu ballistischen Bogenschützen zu machen. Um sie zu Raufbolgen zu machen. Okay. Keine Ahnung. Reserviere den letzten Platz der Charakterauswahl immer für eine bestimmte Klasse. Boah, ey, ich weiß das gar nicht mehr. Hat immer einen bestimmten Zauber. Hier können wir noch Musikbox irgendwie kaufen. Den Kauf einer Jukebox bereut man nie. Kauf sie, kauf sie, kauf sie. Keine Ahnung. Haut mich jetzt zuerst mal nicht so um. Und hier können wir dann umwandeln und so. Und der ganze Krempel da, ne? Haben wir ja schon mal gemacht. Genau, jetzt bräuchte ich wieder Äther und so. Wobei, wird das jetzt irgendwie Sinn machen? Wandle Erz in Äther um. Ja, da müsste ich schon einiges umwandeln. Aber zum gewissen Teil wird es jetzt sogar echt Sinn machen. Wie viel brauche ich da unten? Achso, 5000 jeweils. Oh ne, das ist ein bisschen stramm. Ne, okay, lassen wir. So, Moment. Aber ausgeben würde ich es trotzdem eigentlich ganz gerne, wenn wir es schon haben. So, hier kosten die Verbesserungen nochmal deutlich mehr. Wir haben noch nicht mal eine Stufe da besser gefunden bei den Runen und so. Also es ist eigentlich noch unnötig. Aber hier solche Punkteverbesserungen, dass wir da weiter hochkommen. Erhöht den maximalen Meisterschaftsrang für alle Klassen. Das macht eigentlich Sinn, würde ich sagen, oder? Das können wir mal kaufen. Was soll's.
So, wir müssen eh so oft kaufen und können da noch umwandeln und so. Es spielt eigentlich keine Riesenrolle, sage ich mal. Das war uns ja bekannt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in den Dungeon. Jo, geben das Gold ab, das wir haben. War eh null. Okay, auf geht's. Und wir konnten doch irgendwas noch neu auswürfeln in den Schlössern da. Irgendwelche Truhen oder irgendwas haben wir doch im letzten Part, glaube ich, freigeschaltet. Kommt das jetzt noch oder hätte ich das irgendwann anders machen müssen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, ich mache natürlich hier den Anfang jetzt nicht nochmal. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen. Ich werde mich wieder porten hier. Da mussten wir weitermachen im Schneegebiet, ne? War das das Kerkulm-Plateau oder wie es auch immer heißt? Alter. Ich bin nur immer hierher gegangen, um hier noch ein bisschen Gold mitzunehmen. Genau das, was wir jetzt gesehen haben. Wunderschön. Hier immer so gerade am Anfang. Haben wir ja immer gemacht. Machen wir auch diesmal. Um wieder so ein bisschen Kohle mitzunehmen. Ansonsten hat der Typ, den wir hier dabei haben, ein bisschen Reizdarmprobleme, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe. So, und da würde ich sagen, ab ins Schneegebiet und dort müssen wir die Maiglöckchen ja noch finden. Das sollten wir doch irgendwie hinbekommen. Ja, wann und wie man die nächsten Stufen der Runen und so freischaltet, keine Ahnung, werden wir sehen. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es mit dem Charakter da irgendwie ganz gut läuft. Achso, jetzt gehe ich wieder aus dem Gebiet raus, das ist unclever. Axis Mundi. Da zuckt der Ast oder was auch immer. Okay. So. Kerguelen Plateau. Wunderschön. Traumhaft. So, auf geht's. Wir brauchen Maiglöckchen und leichte Gegner und ein bisschen Leveln und so weiter. So, da oben ballern sie rum. So. Oh, nicht cool. Genau, den da. Sehr schön. Oh, Alter, wir machen echt null Damage. Also wir müssen auch mal in Stärke und so investieren. Also ich werde heute Abend so ein bisschen hier aufnehmen. Jetzt 1, 2, 3 Folgen mit euch. Ich sitze viel zu nah am Bildschirm. Ich sitze viel zu nah am Bildschirm. Hilfe! Alter, vielleicht haben wir Glück. Nee, schade. Hätte ja jetzt mal irgendeine neue Ausrüstung sein können. Und dann werde ich so ein bisschen wahrscheinlich vorfarmen oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass ich da mal Bock drauf habe. Heute Abend noch so ein bisschen für mich. Da wird eine Shisha angeschmissen und hier ein bisschen gezockt. Was für ein Held habe ich hier überhaupt? Keine Ahnung. So, Reizdarm. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, ja, die Billardkugel. Letzter Angriff, was weiß ich. Adlerauge. Er hat eine super Volltrefferchance. Das ist geil. Leben ist niedrig. Okay. Ja, wir machen einfach mal so. Wird schon irgendwie klappen. So, hier. Hause weg, hause weg. Du hast doch so eine super geile Crit-Chance. Mach was. Ah, da war sie. Mit 63. Sehr schön. Schon ein schöner Hit. So, und hier. Was soll das jetzt? Fallen. Ja, genau. Traumhaft. Okay. Jo. Nehme ich mit. Auch gut. Ja, ansonsten halt wie gesagt die neuen Runen da kaufen. Also manche Runen verbessern uns ja einfach nur oder machen uns das Spiel... Oh je. Genau, jetzt kriegen wir keinen Damage für eine gewisse Zeit. Aha, und jetzt habe ich hier super geil gekrittet. Mach keinen Quatsch. Gib mir was Gutes. Nö. Okay. Ja, genau, jetzt schießt das Ding auch noch da rum. Oh, oh, das könnte eng werden. Oh je, oh je, oh je. Okay, ich lebe nicht ganz so lange, wie ich eigentlich erhofft habe. Ey, krass. Ja, jetzt wird es langsam halt kritisch. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich mal generell mehr Leben am Start habe und so. Das ist alles zu wenig Leben und zu wenig Damage und so ein Kram. Würde ich mal behaupten. Für meinen Skill. Oh je, oh je. Jo, definitiv. So, was haben wir an Gold? 1200. Das ist super wenig. Und ich sitze wirklich zu nah am Bildschirm. Definitiv. Weil ich sehe echt kaum was. Aber es macht irgendwie direkt Laune, muss ich sagen. Also es ist echt schon ein geiles Game. Auch wenn ich es jetzt eine... Ein paar, hä? Was habe ich nur gerade weggehauen? Egal, irgendwas hat mir da Leben gegeben. Ah, das sind diese Zombies da am Boden, oder was? Oh krass, ja, ich sitze echt falsch. Ich muss mich anders positionieren hier. Weil das geht so nicht. Autsch, nein, stirb nicht, bleib noch ein bisschen am Leben. Irgendwelche Zombies im Boden oder sonst wo. Ach, schade. Assassinen sind eigentlich so schöne Helden. Oh, da ist was, da ist was. Ah, wunderschön. So. Hat sich das jetzt gelohnt? 1800, ja, so ein bisschen. Ja, wir müssten eigentlich viel, viel besser sein. Viel, viel besser spielen. Ja, hier wäre dann eins dieser Maiglöckchen da. So. Gut, können wir natürlich mitnehmen. Vielleicht haben wir ja irgendwie noch Glück, den Run hier zu retten. Wer weiß. So. Hm.
Noch Alter? Nein! Mach's nicht! Oh, Glück gehabt! Alter! Okay, und wieder so ein Zombie und noch ein Zombie. Genau, kill ihn und gib mir Lebenspunkte und so weiter. Und ja, ein bisschen Leben, ein bisschen Gold holen wir ja noch mit. Das ist ganz gut, dann sage ich mal. Könnte man da so durch die Projektile durchdodgen? Nee, ne? Nee, komm, das ist mir zu doof. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass das nicht hinhaut. So, auch wieder ein bisschen Leben regeneriert. Sehr schön. Bring mich wo auch immer hin. Oh, nö, Mann. Oh, wie schlecht. Sir Philipp der Sechste, der Sechste, der Sechste. Oh mein Gott. Es war nicht wirklich gut. So, wir könnten natürlich hier auch die Erben einfach mal neu auswürfeln. Tollpatsch. Konnte ich da nicht... Moment mal, von einer Klasse zu einem Merkmal... Was? Höhlenforscher. Minus 10% LP, aber du siehst alle Truhen auf der Karte. Ich würfel mal neu aus. Oh, das sieht geil aus. Perfektionist. Oh nee, dann macht man kaum Schaden. Oh, das ist natürlich auch bitter. Waldläufer. Maximales Leben wiederherstellen. Und hier kennen wir das noch gar nicht. Jo, da holen wir das mal mit, was der da hat. Ach, schade. So, können wir da irgendwas skillen, was in die Breite wieder irgendwie uns reinsetzt? Hier Runengewichten, so Vitalität, Stärke wäre absolut sinnvoll, weiß ich. Wir gucken mal draußen. Wie gesagt, diese Runen da mal, dass wir da mal uns verstärken. Jetzt habe ich ja Gold und Erz im Besitz. So, und hier könnten wir die Mana-Kapazität erhöhen. Das kann ich nicht kaufen. Hier könnten wir den Erzgewinn erhöhen, roter Äthergewinn. Ja, machen wir das lieber. Okay, haben wir das dabei. Und Erzgewinn wäre auch sinnvoll, habe ich aber keine Kohle mehr für. Okay. Ja, würde ich sagen, geben wir ab die Kohle und weiter geht's. Auf geht's mit Magier. Ich bin ja der ganz große Magier. So, 906 Gold haben wir jetzt auf der Bank. Der Rest ist zu Charon geflossen. Ja, Magier. So, was hat er jetzt für Skills hier? Mana-Kosten und Zauberschaden um 100% erhöht. Fügt Sporenregen zu. Locker. Das könnte gut sein, oder? Da macht aber direkt irgendwie echt Laune. Ist echt ein cooles Game geworden, muss man wirklich sagen. Auch wenn ich mich anstelle, echt wie ein Hund. Aber das werde ich an meinem Kanal generell eh verändern, dass ich manche Spiele einfach mehr in den Fokus ziehe und dann ist das natürlich auch vom Gameplay her manchmal besser und so. Oder kann ich dann auch schneller durchziehen und so. Das ist natürlich im Moment auch gerade von meiner Kanalstruktur nicht ganz so geil, dass ich dann 2 Wochen Pause habe in manchen Spielen und so. Ist natürlich auch manchmal gar nicht so leicht als Familienvater und so weiter. Also man hat auch andere Verpflichtungen als jetzt hier YouTube zu machen und so ein Kram. So, es ist ja keine Verpflichtung, ne? Eine Hobbyverpflichtung. So, auf geht's. Wir brauchen Mike Löckchen und ich würde gern zum Boss kommen. Wenn der wahrscheinlich einmal freigeschaltet ist, oh schön, hier Äther und dann natürlich jetzt auch die 10% mehr, was jetzt in dem Fall ein Äther war. Okay, das ist natürlich jetzt nicht viel, aber das wird sich auf die Dauer natürlich schon rechnen. Natürlich habe ich die Fallen gesehen und natürlich habe ich mich auch ein Stück zurückgesessen, was absolut Sinn gemacht hätte. Okay, wir haben hier so einen Frostschaden, den wir irgendwie auf den Gegner setzen. Was ist das? Deine Angriffe fügen Mana-Raub zu. Kann durch Wände angreifen. Explosionen verursachen Magiebruch. Wenn du 50 Mana verbrauchst, wirst du aufgeladen. Und eine Eisbombe irgendwie. Okay, alles klar. Hier, Eisbombe. Okay, das war jetzt irgendwie keine so krasse Bombe. Egal, irgendwie können wir Mana gewinnen und so. Das scheint wohl ein schöner Charakter zu sein, so, oder? Vom Aufbau her, das baut schon alles stark aufeinander auf. Ja, und es gab auch irgendwie ein Update, habe ich gesehen, jetzt Patch 1.05 oder so, keine Ahnung, was sich getan hat. Aber das gefällt mir jetzt direkt schon irgendwie die Optik. Manche Sachen wurden verändert, oder? Hier, das Ausrufezeichen sah doch gerade anders aus. Du hast eine Gabe, Z. Hör auf, dein Talent dafür zu verschwenden, jedem zu helfen, dem du über den Weg läufst. Du könntest in der Zitadelle arbeiten und die Dinge von innen heraus verändern. Du musst nicht leiden. Wenn du kämpfst, wirst du sterben. Vertrau mir, diesen Krieg kann man nicht gewinnen. Du hast keine Ahnung, wie mächtig Lamnecht ist. Er braucht hunderte Soldaten. Ja, bla.
Verzeih mir, ich weiß nicht, warum ich das schreibe. Ich müsste eigentlich alles vorlesen. Das wäre schon irgendwie sinnvoll, oder? Ich liebe dich, Zed, aber du musst offen sein für Kompromisse bleiben. Ich hoffe, du hast mich nicht um das ich dich bitte. Nö. Ich müsste nur weiter wegsitzen, dass ich ein bisschen was ordentlich lesen kann. Das ist doch irgendwie ein anderes Symbol, was da angezeigt wird. Irgendwie so wie Rüstungsbruch oder sowas sieht das doch aus. Was der da auf die ballert. Hallo, in die andere Richtung, danke. Gold mitnehmen. So, wir haben nur 10... Ja, genau, 10% Golderhöhung. Das haben wir ja auch wegen dieser Rune des Goldes oder sowas. Und da wäre natürlich eine stärkere Rune absolut Gold wert. Oh. So, was hatten wir da? Ja, genau, Mana-Entzug und Rüstungsabbau oder so irgendwas ist das. So, hier ist ja sicherlich irgendwo ein Secret, oder? Hallo? Bin ich gerade blind? Kein Mana ist schlecht. Echt nicht? Ich sehe aber auch nichts in den Wänden oder so. Keine Ahnung. Okay, sagen wir einfach mal, das war so. Autsch. So, weiter geht's. Gehen wir mal hier runter. Oh, jo, das da könnte bös enden. Ja, mit den Sprungtritten, das ist auch alles wichtig. Ah, da unten ist noch eine Truhe. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal runter. Ah, die ist hier. Sehr schön. Ah, genau. Und jetzt sieht man es auch, mein Mana, wie es sich auflädt. Sehr geil. Ah, das ist schon nicht schlecht, dieser Mana-Entzug da. Das könnte bei Bossen schon krass helfen, wenn man geile Attacken hat. Dann mit Marker hier drauf ballert, hier Mana wird regeneriert. Das ist schon nicht schlecht. Da oben ist noch eine Truhe. Was mache ich denn da? Ja, der Damage ist halt ultra kacke. So, egal, hat irgendwie geklappt. So, mach was. So, hier, den da. Gib mir irgendeine neue, schöne Rune, Ausrüstung, wie auch immer. Aber jetzt müsste man halt echt auch skillen, dass man halt aus den Truhen da generell mehr, also eine höhere Chance hat, dass da, oder nicht aus den Truhen, sondern aus allen gebrechlichen Gegenständen da, oder zerbrechbaren Gegenständen, dass man da eine höhere Chance hat, irgendwelchen Loot zu bekommen und so, das ist, oder Erze und Äther und so zu bekommen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Skill, wenn der natürlich bei 5, 6, 7% ist oder sowas, ja, 5% oder sowas konnte man den hochziehen und dann noch über diesen Seelenladen noch weiter verbesserbar ist. Was? Lass dich nicht treffen, öffne mich, Moment. Wen dann? Wo dann? Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich schnell auf die andere Seite. Achso, nee, Quatsch, ich muss natürlich hier aktivieren. Okay. Achso, das da. Okay, alles klar. Komm, mach was. Und jetzt? Ah, okay. Auf die andere Seite wieder. Nein. Jawohl. Irgendwie habe ich es geschafft. Alter. Rune der Risikofreudigkeit. Ich sehe eine Narbe in deiner Zukunft, erhöht den endgültigen Schadensmultiplikator von Supervolltreffern. Hm, nice. Also eine Art Supercrit oder Crit-Damage-Erhöhung. Okay, bin ich dabei. Gut, ich kann nicht sagen, dass das jetzt alles so absolut sinnvoll war, was ich da gerade gemacht habe, aber irgendwie hat es geklappt. Ja, die maximale LP werden wir wieder erhöhen. In der Hoffnung, dass ich den Gamble diesmal schaffe, was ich ja schon so oft geschafft habe und so oft bewiesen habe. Ist doch wahr, oder? Also fast. So, egal, gehen wir mal weiter. Hier. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt mit dem Magier. Ja, warum auch immer. So ganz logisch ist das nicht. Ah, da unten ist auch wieder. Okay, Moment. Und da waren... Ich habe dich gesehen. Hallo? Da war doch gerade ein Zombie, oder? Und wo komme ich hier durch? Durch die Wand? Hallo? Wo komme ich hier durch die Wand? Hä? Also irgendwie muss ich ja da unten hin. So, Magier, nerv mal nicht. War da gerade nicht ein Zombie? Gut, ich könnte eh nichts machen. Ich sehe es aber nicht. Wo wäre denn hier das Geheimnis? Irgendwo muss ich ja hier durch die Wand können. Oder durch... Keine Ahnung, ey. Ist das hier in der Welt einfach durch Schnee bedeckt und so, oder was? Ich kann es jetzt echt nicht erkennen. Und einfach runterdrücken und springen funktioniert ja auch nicht. Da kann ich normal durch den Boden springen, aber... Da ist nichts. Nö. Springe ich nur doof rum. Einen anderen Zugang gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also ich sehe mal nichts. Mana, yay, mach was. Haha, ich bin gut oder so. Und hier, ich friere ein und so weiter.
Und ich kann durch Wände ballern, angeblich. Doch, kann ich. Sehr schön. So, so halbwegs läuft's doch, oder? So ganz schwer halbwegs. So, hier, den da. Unten holen wir uns auch noch mit. Aber natürlich, nochmal ein sehr schöner Run. Dafür, dass wir jetzt halt eine Truhe auf jeden Fall mal mitgenommen haben. Das ist auf jeden Fall, also hier eine neue Rune. Das ist auf jeden Fall nice. Auch ein bisschen Gold haben wir ja mitgenommen. Ja, da muss ich halt echt jetzt langsam mich mal sinnvoll entscheiden. Da oben ist zwar auch noch eine Truhe. Oh, hier haben wir wieder eine Chance. Verliere kein Leben. Ach, das ist ja... Okay, das war ja klar, dass das wieder nicht funktioniert. Und das hier war übers Wasser sliden da, der Move, ne? Ups. Aber das haben wir ja schon mal gemacht, genau, das war der Krempel hier, okay. Ja, das hat leider nur so semi funktioniert hier in dem Raum. So, gut, hier hätten wir noch eine Truhe oben links. Hier muss ich anscheinend... Genau, hier die Steine da nutzen, wenn sie da angebrettert kommen. Hallo? Hallo, komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Ah, da kommt einer. Zum Absprung nutzen. Sehr schön. Nein. Ah, okay. So, stirb. Haha. Das macht schon Laune irgendwie. Blinky, stirb. Also ein One-Shot-Blinky wäre schon was absolut Schönes. So, gehen wir mal hier nach links und dann nach oben. Ah, und hier haben wir ein Maiklöckchen. Traumhaft. Ah, ich bin so kacke, Alter. So, komm. Alter, ich drück's doch. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Sehr schön. Ach, Maiklöckchen. Ich werde noch wahnsinnig. So, hier den da. Und vielleicht noch ein Maiklöckchen, bitte. Ey, ich bin so kacke gerade. Ich bin gerade voll raus. Was mache ich denn da? Das ist keine Absicht. Sorry, tut mir leid. Ey, das ist nicht wahr, was ich da gerade abziehe, Mann. Ah, Lego Mio. Ey, ich muss mich wirklich zum nächsten Part, muss ich mich ein bisschen anders setzen. Das da ist echt Katastrophe, wie ich sitze. Wo bin ich überhaupt? Was geht ab? Okay, da hinten wäre noch ein... Na gut, da wäre eine Möglichkeit, da irgendwie weiterzukommen. Ich bräuchte eine Heilung, das wäre auch nice. So, kein Quatsch machen. Durchbrettern, hier runter und dann nach rechts oder so war das, ne? War das hier? Jo. So, jetzt sind wir hier in neuen Gebieten. Traumhaft. Aha. Stirb. So, gib mir Mana und stirb. Nein. Oh je, das da wird nichts mehr. Ja, egal. Gut, ich habe noch 51 Leben. Ich wollte eigentlich den Part beenden und mit euch zusammen dann in die nächste Runde gehen. Och nö. Och, komm, da ist es doch vor mir, Mann. Geheimnis. Ja. Ach, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Mann. Kommt der Typ da rangestürmt. Was ist denn das jetzt? Ach, egal. Da haben wir wenigstens die Folge beendet. Im nächsten Part sitze ich wesentlich besser. Was haben wir hier? Truhe füllen Leben auf. 100% der Intelligenz. Okay. Und alle Zaubertalente haben Abklingzeit. Dafür habe ich 42% mehr Gold. Damit kann ich fast leben. Und der Boxer ist irgendwie auch lustig. K.O.-Schlag. Jo. Leben hervorragend. Oder soll man neu würfeln? Nö, wir machen mit dem Boxer im nächsten Part weiter. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas Sinnvolles hier kaufen können. Ja, halt mal die Sachen, ne? Das wäre auch mal sinnvoll. Gut, wir haben noch die neue Rune da bekommen. Yay! Und wir haben, glaube ich, auch viele neue Ausrüstungen und so. Zusatz, also hier, ich sehe eine Narbe in deiner Zukunft. Erhöht den endgültigen Schadensmultiplikator von Supervolltreffern. Zusatz Supervolltrefferschaden, 5%. Und kostet halt super viel, aber das ist für mich jetzt... das ist nicht so geil. Dann lieber sowas. Und selbst dann müsste ich noch, ja, zuerst andere Sachen noch vorziehen. Ja,
Selbst sowas ist vielleicht sogar sinnvoll. Muss man auch sagen. Also irgend so eine Wiederherstellung, weil da hätte ich jetzt auch schon... Oder das hier, klar. Genau, das hier, logischerweise. Das müssen wir auch machen. Konnte ich das jetzt eigentlich kaufen, dass man irgendwie mehr Erz und mehr Gold bekommen? Das war ja hier unten irgendwo. Hier Erz gewinnen, Quatsch, Äther gewinnen und hier Erz. Ja, da brauchen wir aber wesentlich mehr Geld. Ja, und hier könnte ich noch nach oben skillen. Ein paar Tränke laden Talente auf. Super. Hier Bossraumwiederherstellung, LP und so. Ja, ich will ja eher nach oben skillen, das wisst ihr ja. Oder generell noch in die Breite skillen, das wisst ihr ja eigentlich alles. Rüstung ist empfohlen. Jo, wunderschön. Nö, mache ich aber nicht. Jo, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich werde nichts investieren. Im Boxer habe ich ja, glaube ich, hier diese Geschichte schon gemacht. Achso, und bringt mir ja eh nichts mehr. Ja, klar, logisch. So, haben wir gemacht. Und neue gibt es ja nicht, ne? Ne, da müssen wir noch was freischalten. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Dann mit dem Boxer, dann mit einer besseren Leistung mit mir. Ich freue mich drauf. Plus 53% Gold. Ein bisschen was geht jetzt wieder in den Speicher. Ich denke, dann in der nächsten Folge können wir wieder was Interessantes leveln. Sei es irgendein Goldgewinn, nochmal eine Erhöhung oder was auch immer. Wird schon interessant, denke ich mal. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.